Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dein Pixel Light. Gut, jetzt hat sich das auch aufgebaut. Gut, was sollten wir machen? Treffen sich mit Jade. Jetzt sind sogar da, wo wir uns mit ihm treffen sollen. Leck, leck. Ja, leck, leck. Oh Gott. Jade! Jade! Oh. Was passiert, wenn du einem Skorpion den Stachel abhackst? Komm zum Museum. Troy, ich bin's, Train. Raisa Jade. Und hält sie in irgendeinem Museum gefangen. Weißt du, wo das sein könnte? Was? Museum? Ja. Rais nutzt es als Hauptquartier. Crane, du kannst dort nicht hin. Du würdest in eine riesige Falle laufen. Nein, nein, das ist zu offensichtlich für eine Falle. Gibt es einen Weg, sich hineinzuschleichen? Einen Weg, die Bastarde zu überraschen? Ich weiß es nicht, aber... Tarek vielleicht. Er ist der Kurator. Er sollte etwas über die Verliese unterhalb der Festung wissen. Gut, ich rede mit ihm. Okay. Du findest Tarek in dem Gebäude mit dem Dachgarten. Viel Glück, Crane. Und Crane... Wenn du kannst, besorg dir am besten neue Waffen. Du wirst sie brauchen. Ja, das mit den Schlagwaffen ist jetzt natürlich gar nicht mehr da. Jetzt gibt es nämlich nur noch Schießwaffen, Schusswaffen, Schuss. Tut mir leid. Naja. Eine fliegende Blume. Oh. Okay. Fliegende Blumen sind aber in Sektor 0 sehr üblich. Ist sehr normal. Huch. Achso, hier drinnen ist noch was. Und ist der Runner. Okay. Wir wollten ja keine Hauptmission erstmal machen. Ich werde da dran auch dabei auch erstmal bleiben, dass ich keine mache. Weil. Könnt ihr leise wie eine Maus, aber tödlich wie eine Viper sein? Bozak möchte, dass ihr so viele Zombies wie möglich auf Ninja-Art erledigt. Leise, aber tödlich. Aha. Nö. Sowas mache ich, wie gesagt, komplett am Ende der Story, der Kampagne halt, ne? Ich habe auch schon gesehen, welche sind beim Finale. Na gut, was heißt Finale? Die haben hingeschrieben, Finale, sind aber noch gar nicht durch, weil die jetzt erst in Sektor 0 angelangt sind. Also falls jetzt gerade jemand sieht, der halt das Spiel auch gespielt hat als Let's Player, glaube ich zwar nicht, dass das jemand sieht von denen, ihr seid noch nicht durch. Ich werde das keine bestimmten Namen machen, aber ja. Was muss man machen? Flussufer nach Nachtkräuter. Ups, warum haben wir die Mission noch nicht angenommen? Haben wir denn keine Mission hier zum Beispiel? Neben Museumswert her, das wollen wir noch nicht machen. Oh, ein Sonderangebot für mich. Verdammt. Aus welchem Grund hat er nicht sein Seilding da rausgeholt und hat sich daran gefreut, ja, sich runterseilen zu lassen können. Die Mission wäre auch hier hinter, irgendwie. Tarek? Was wollen Sie? Wir haben nichts außer ein paar Essensresten hier. Nein, doch. Wir werden jetzt die Hauptmission senden. Keine Panik. Troy schickt mich. Troy? Dem Himmel sei Dank. Ich hatte keine ruhige Minute, seit ich den Kleinen hier aufgelesen habe. Er hat nur mich, aber ich bin nicht so gut mit Kindern. Deswegen bin ich nicht hier. Aber Troy hatte versprochen, jemanden zu schicken. Ich muss ins Museum reinkommen.
Ins Museum? Aber Troy meinte, es würde Hilfe kommen. Sie hat es versprochen. Also, Tarek, Sie sagen mir, wie ich ins Museum komme und vielleicht kann ich Ihnen helfen, okay? Reis kontrolliert das Museum. Dorthin zu gehen ist Selbstmord. Nicht, wenn ich unbemerkt bleibe. Sie waren doch der Kurator, richtig? Da kennen Sie bestimmt einen Weg, wie man sich heimlich Zugang verschafft, oder? Haben Sie eine Tauchausrüstung? Nein. Schade. Es gibt einen Zugang im Smaragdteich, aber niemand kann so lange die Luft anhalten. Sie würden wahrscheinlich ertrinken. Wahrscheinlich ist nicht mit Sicherheit. Also werde ich's versuchen. Okay, da muss ich also sehr schnell sein, um es dann zu schaffen. Und diese Mission wäre... da. Wenn ich mal einen Punkt mache, wir werden jetzt trotzdem erstmal nach da gehen, zu den Nachtkräutern. Ich denke mal, es muss da auch, naja, halt Nacht sein. Dies werden wir aber erst gleich sehen. Ups, hier ging es ja tief runter. Oh, ein Seil. Oh! Scheint es ein bisschen härter zur Sache zu gehen. Was? Wie es ausschaut, aussieht. Wie es ausschaut, hat ihn das gar nicht gestört. Das war denen da ein bisschen mal. Welche ballert haben mit dem Seil vorhin im Bad? Das sind diese ganzen florierenden. Davon haben wir ja schon zwei Stunden. Ich denke mal, das sind die hier. Die man aber natürlich nur nachts ernten kann. Und haben wir hier in der Nähe ein Haus. Ja. Was steht denn da drin? Ich bin ein Mann namens Isaac begegnet. Kräuter, die können nur nachts gepflückt werden, sag ich doch. Darum steht da auch. Und sie nach Nacht. Warte, Kräutern. Naja, dann holen wir uns natürlich auch gleich mal ein neues Haus. Ah!
Schnell. Klick, 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 klick. Ein Haus brauchen wir noch, dann haben wir eine Errungenschaft komplett vollendet, freigeschaltet. Alles klar. Super. Das ist ein Stinker. Tja, wenn man sich zwei Wochen lang nicht duscht, ne? Nee, da drüben ist ja das. Hier, da guckst du. Ich habe auf Tech. Wie kann man sich die anhören? Ich wüsste echt nicht, wie man sich die anhören könnte. Halt, ich wollte es nachmachen. Ich habe gerade überlegt, was wollte ich doch hiermit erreichen, dass ich das hier halt freigeschaltet habe. Da lang. Nein. Ich konnte nur 6 einsammeln, schade. Ich wollte eigentlich noch viel mehr davon einsammeln. Dass ich halt noch vielleicht welche verkaufen kann, aber... Nö. Das Spiel will es nicht. Verdammte... Es ging. Willst du handeln? Wie schnell... Wach. Wie schnell die sind. Willst du handeln? Ich möchte handeln. Kauf das, das, das. Ja, eigentlich brauche ich die Schrottwaffe nicht. Wenn ihr wisst, wofür die ist, schreibt es gerne in die Kommentare und ich werde es testen oder versuchen. Gewebe eines Flüchters. Nee, werde ich trotzdem mal behalten. Waffenmodifikation, okay. Katana, das habe ich jetzt schon verwendet, also werden wir das mal F6'en. Hä? Achso, Quatsch, ich bin ja hier im Verkaufen-Modus. Gut. Ach du Scheiße. Ah. Werden wir noch trotzdem noch mal mit warten, auf welche ich genug Geld habe. Huh? Die Kofferräume sind alle auf, ja. Gut, dann werden wir jetzt mit Isaac sprechen. Okay. Mit der Hexe auf der anderen Seite der Karte, also im Sektor, was weiß ich, vielleicht 1 oder so, da haben wir mit der Hexe neulich gesprochen. Hoffe ich. Sie sind hier, weil Sie willkommen sind. Schau. Ihre Kräuter. Legen Sie das Kraut in die Schale, dann fangen wir an. Okay. Und jetzt? Schweigen Sie nun. Die aufgehende Sonne bringt Sie zur Quelle des weinenden Bluts, wo Menschen in fremden Zungen sprechen. Die rote Spur führt Sie
Zur Erleuchtung, unter der tückischen Nummer 9, wird der Schatten eines selbsternannten Königs auf sie warten. Jenes Königs, gegen den sie kämpfen müssen. Sie werden ihn und seine Schwächen erkennen. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie seine Krone nehmen oder sterben. Also Krone nehmen, mir bleibt da nichts anderes übrig. Alles klar. Da unten auf dem Boden ist noch was Rotes auch. Achso. Ich dachte, das ist nicht so lange. Was war da? Achso, das ist das Wasser gewesen. Weil ich habe da gerade so einen Fleck auf meiner Linse. Haben wir schon Keks wundert? Ha. Unter der türkischen 9. Verdammte Scheiße, das war jetzt nicht mit Absicht. Sie sind tot. Ich sterbe viel zu oft. Wunder, dass ihr das doch gar nicht reingeschrieben habt, warum ich so oft sterbe. Danke. Ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Ey, du hast dich hier gut eingerichtet. Na gut. Ich erlaub's dir mal. Jetzt, Gott sei Dank, warum kommt der da nicht raus? So, das finde ich auch cool, wenn man nicht komplett sich da rüber seilen lässt, sondern dann während zwischendurch dann nochmal und hier sind wir wieder. Zwischendurch dann halt sich da wegmachen lässt und dafür dann halt mit dem Teil da weiter. Oh, sind sie da? Folgen Sie den Hinweisen. Hinweisen der Prophezeiung. Ach du Scheiße. Eine Quelle weinenden Blutes. Das müsste dann das sein. Rein theoretisch dürfte es ja hier Menschen in Zungen sprechend. Das Hotel war sicher voller Ausländer. Das könnte es sein. Moment mal, Bidet. So geht das. Alles klar, dann gehen wir mal hinein. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das Schild, da steht doch gar nichts auf. Hey. Altstadt. Innenbereich. Der Schatten des Königs. Nicht wahr? Der Spur. Entweder kann er hell sehen, oder das ist ein Komplott. Die tückische Nummer 9 muss dann ein Hotelzimmer sein. Tückische, türkische, nicht tückische. Ist das wohl nicht rassistisch oder irgendwas, oder? Gut, wie es hier drin weitergeht, das erfahrt ihr natürlich in der nächsten... Ups, das wollte ich gar nicht. Folge. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Abonniert mir, gebt Daumen nach oben und schreibt in den Kommentar, wie euch das Video... Hoppla. Wie euch das Video gefallen hat. Falls ihr euch das interessiert, wie man das macht mit der Entferntaste. Über der Enter-Taste. Ich habe mich gerade nämlich erschrocken. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.